Die Grande Traversata delle Alpi ist ein etwa 1000 Kilometer langer Wanderweg, der in 65 Etappen dem westlichen Alpenbogen von der Südschweiz durch den Piemont bis zur italienischen Mittelmeerküste folgt. Am Ende jeder Etappe findet man eine Übernachtungsmöglichkeit. Aber die sind einfach und Einkaufsgelegenheiten sind selten. Die GTA ist entlegen. Also muss man Ahnung vom Wandern haben, damit alles klappt. Ich habe mich erst unter sprach- und ortskundiger Führung dorthin getraut. Inzwischen waren wir 6-mal da. Und jetzt berichte ich, was die GTA mit mir gemacht hat. Was es da alles zu filmen und zu fotografieren gibt, ist echt schön. Aber diese Bilder täuschen schon über die Widrigkeiten des Wanderns hinweg. Darum beginne ich mit dem unverstellten Blick auf die Mühsal. Wenn man den kommenden Aufstieg unterschätzt und auch noch angibt. Wenn der Aufstieg so heftig ist, dass man nur ein einziges Foto schießt. Wenn die Fliegen im Wald dafür sorgen, dass man keine einzige Pause macht und man oben total fertig ankommt. Dann lernt man, dass Berge groß sind, dass man selbst klein ist und dass das alles echt, echt anstrengend. Auf einer Fernwanderung hat man das und nur das dabei, was man braucht. Also macht man eine Packliste und dann wandert man los und beschäftigt sich nur noch mit den einfachen Notwendigkeiten. Und das wirkt auf mich so befreiend und erleichternd, bis die Herausforderungen kommen. Oberhalb der Baumgrenze werden die Temperaturverhältnisse komisch. Gleichzeitig ist es kalt genug für Schnee und heiß genug für kurze Hosen. Vor einem Sonnenbrand muss man sich eh immer schützen. Und wenn man einmal in eine Wolke läuft, wird's ganz schnell ganz kalt. Also braucht man die richtige Ausrüstung. Und wenn dann zwischen einer zu dicken Jacke und einem zu dünnen T-Shirt ein geeignetes Longsleeve fehlt, oder das neue Paar Alpinstiefel den eigenen Bewegungsablauf beim Wandern stört, dann lerne ich, was ich hier alles nicht im Griff habe. Und es entstehen für einen Bergwanderer die schlimmstmöglichen Urlaubsbilder.
Leute sind klein und die Welt ist groß. Das hatten wir. Aber wenn das alles so klar ist, warum guckt dann jeder ganz andächtig die Bergwände rauf und sagt jedes Jahr von neuem Boah? Ich versuche das mit Größenverhältnis-Ignoranz zu erklären und illustriere das am Beispiel einer Routenfindung im bergigen Gelände. Der Lago Chiaretto ist nicht voll mit Spüli. Die Farbe stammt von Mineralien, die aus den umgebenden Steinen gewaschen werden. Und da der See keinen natürlichen Abfluss hat, reichern sie sich immer weiter an. Jetzt stehe ich gedanklich unten am See und suche den Weg auf die Gletschermoräne zwischen den beiden Gipfeln. Aber ich finde ihn nicht. Entweder muss man über einen Anstieg von mehr als 40 Grad oder über das lebensgefährliche Schotterfeld ganz rechts. Und ich muss einsehen, hier gibt es keinen Weg. Und ich vertreibe mir nur noch ein bisschen die Zeit vor Ort. Beim genauen Hinschauen finde ich dann aber doch Wanderer. Und eigentlich auch einen Pfad, der den See entlang führt. Dann geht's auf eine erste Anhöhe. Dann ein leichteres Stück. Damit es danach nicht zu steil wird, hat der Pfad eine Spitzkehre. Weiter oben noch mehr Wanderer. Und noch eine Spitzkehre, die auf die nächste Anhöhe führt. Hier geht's mit schrägem Laufen und Zickzack weiter. Dann kommt ein großer Stein. Und hier schaut's in Wirklichkeit so aus. Dann noch ein leichteres Stück und abbiegen aufs Geröll, wo es in Wirklichkeit so ausschaut. Und schließlich krabbelt man auf die Moräne und einmal angekommen, erkenne ich wahrscheinlich zum 20. Mal, es gibt doch einen Weg durch das Gelände. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich die Umgebung mal wieder so klein eingeschätzt habe, dass da kein Weg reinpasst. Und darum lerne ich in echt, ich bin zu doof, um zu verinnerlichen, die Welt ist groß und ich bin klein. Und da nutzt auch die schönste Animation nix. Meine Höhenangst beginnt auf einer Leiter, beim Glühbirnenwechseln, im Schwimmbad auf dem Fünfer oder auf sogenannten exponierten Wanderwegen. Um aber Fremdhöhenangst hervorzurufen, braucht es bei mir einen Endgegner. Und den finde ich oberhalb vom Gardetta-Pass. Der Gipfel des Monte Casorso liegt auf 2776 Metern
Und so kommt man hoch. Man wandert zur Abbruchkante, entlang der Abbruchkante, über die man tunlichst nicht hinabschaut. Dann geht's ein Stück abwärts und man steigt auf einem Bergrücken zum Grat hinauf. Den überquert man und vertritt sich, sodass man rund 1000 Meter tief abstürzt. Nein, natürlich nicht. Sondern man schafft das letzte steile Stück zum Gipfelkreuz. Also nähere ich mich der Abbruchkante, schaue in den rund 100 Meter tiefen Abgrund hinein. Er schaut zurück. Ich verabschiede mich von den Jungs, setze mich und fühle mich wie der letzte Henker. Seine Söhne größer Gefahr. Labere aus Angst irgendwas und drehe bei der Vorstellung tödlicher Abstürze etwa eine Stunde lang durch. Beim Abstieg zur Hütte bin ich um 5 Jahre gealtert. Aber ich bin auch heilfroh. Und bald freue ich mich auf eine Verabredung mit einer Superkamera mitten in der Nacht. Das ist die GTA, wie ich sie erlebe. Wenig vermarktet und darum etwas vergessen. 2 Tage Anreise. Aber dann auf dem Weg sind keine 2 Schritte gleich. Besonders beim Abstieg muss man sich immer konzentrieren und das räumt mir den Kopf frei. Vitamine gibt's da nicht, aber reichlich Zwieback und Marmelade zum Frühstück. Polenta und Panna Cotta, wo die Betten 1,90 lang sind, die Matratzen durchgelegen, die Eindrücke tief, die Lippen gesprungen, die Gespräche super, das Bier kalt, das Duschen manchmal verboten und wo die Welt so schön ist, dass man auch mal ergriffen sein darf. Und das
ist meine GTA.